Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesundheitstalks der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der Neuen Presse und des Klinikum Region Hannover. Schön, dass Sie da sind. Sie erinnern sich, vor der Corona-Pandemie haben wir uns regelmäßig einmal im Jahr in den Räumlichkeiten des Klinikums getroffen und wir haben zu den Gesundheitstagen eingeladen. Dort haben wir Nordic Walking ausprobiert, wir waren laufen, wir haben sogar Tai Chi probiert und wir haben miteinander gesprochen über Schlafprobleme, über Rückenprobleme, über Achtsamkeit. Dann kam die Pandemie und wir haben gedacht, wir möchten natürlich weiterhin mit unseren Themen für Sie präsent sein. Und wir sind auf digitale Kanäle gewechselt und haben seitdem über Krebserkrankungen gesprochen, über Inkontinenz, über Gelenkprobleme. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das Sie vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen bisher, zumindest im Gesundheitswesen, im Klinikbereich. Wir möchten über den Einsatz von Robotik im Gesundheitswesen sprechen und wir möchten Fragen stellen und Antworten finden auf Fragen wie, wie weit ist der Einsatz von Robotik in den Operationssälen? Wie profitieren Patienten und Patientinnen davon? Gibt es ethische und technische Grenzen und brauchen eigentlich jetzt alle Ärzte und Ärztinnen ein IT-Studium? Darüber möchten wir mit Ihnen reden und wir freuen uns, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie sagen, was mir an dieser Diskussion bisher völlig fehlt, ich habe jetzt aber ein ganz spezielles Anliegen, dann nutzen Sie entweder die YouTube-Kommentarfunktion, die Facebook-Kommentarfunktion oder Sie schreiben uns ganz klassisch eine E-Mail an hannover@hatz.de mit dem Stichwort Robotik, dann werden wir Ihre Frage hier live in der Sendung beantworten. Jetzt darf ich aber erstmal die Experten heute begrüßen, die heute mit uns hier im Studio im Pressehaus zu Gast sind und ich freue mich auf Ihre Expertise und ich darf begrüßen Dr. Achim Elsen, er ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie am Klinikum Robert Koch Gehrden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Normalerweise brandet an dieser Stelle so ein spontaner Applaus auf den, müssen Sie sich jetzt ein bisschen vorstellen, es sitzen bestimmt viele, viele Leute vor den Bildschirmen und heißen Sie herzlich willkommen. Schön, dass es gepasst hat. Herzlich willkommen auch Dr. Heiko Aselmann. Er ist Sektionsleiter für Roboterassistierte Chirurgie am Klinikum Siloa. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Des Weiteren ist heute zu Gast Professor Dr. Florian Fuller. Er ist Chefarzt für Klinik für Urologie am Klinikum Robert Koch Gehrden. Schön, dass Sie da sind, Herr Fuller. Herzlich willkommen. Schön. Guten Abend. Danke für die Einladung. Des Weiteren ist zu Gast Professor Dr. Arya Nabavi. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum Nordstadt. Schön, dass Sie da sind. Moin, moin. Herr Nabavi. Bavi, nun ist es so, wenn man über Robotik spricht, dann gehen bei mir so ein bisschen kindliche Erinnerungen an. Also ich denke dann an Wall-E, an Nummer 5 lebt oder irgendwelche Roboter, die so ein bisschen aussehen wie Menschen, bloß halt aus Maschinenteil gefertigt. Das ist vermutlich nicht die beste Definition für Robotik im Gesundheitswesen. Wie würden Sie überhaupt Robotik beschreiben? Weil Maschinen gibt es, glaube ich, viele im Operationssaal. Wann ist eine Maschine ein Roboter? So ist ganz interessant, wie die Generationen sich unterscheiden, weil ich hätte noch an den Terminator gedacht. Aber insgesamt gibt es viele verschiedene. Wir haben ja immer unser Bild davon, dass es humanoide Roboter sind oder dass es Roboter sind, die Autos hochheben in den Vertriebs- und in den einzelnen Lagerhallen. Aber im Prinzip ist ein Roboter was ganz Simples. Es ist ein technischer Bewegungsautomat, der verschiedene Achsen hat und der über eine Computerarchitektur angesteuert wird. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Das heißt, vom Rasenmäherroboter über die operativen Roboter, die Kollegen vorstellen werden, bis hin zu den Humanoiden, die auch schon im Pflegebereich eingesetzt werden, sind alles Roboter. Die Frage ist immer, wie man sie im Rahmen der Robotik interdisziplinär einsetzt. Und das ist halt die Frage, wo man, wie Sie schon sagten, ob wir jetzt alle ein IT-Studium brauchen. Nein, aber wir müssen die gleiche Sprache sprechen, wie die Roboter programmieren, wie die Roboter konstruieren, also Maschinenbauer. Und wir müssen auch die Aufgaben stellen, weil Roboter, die im Gesundheitswesen eingesetzt werden sollen, also Bewegungsautomaten, die eine bestimmte Computerarchitektur haben und mit bestimmten Achsen arbeiten, müssen Aufgaben bearbeiten und bewältigen und die Fragen bzw. die Aufgaben stellen wir als Mediziner, zusammen mit unseren Patienten, die uns ja ihre Aufgaben stellen. Okay, das heißt, Roboter, die komplett ihr Ding machen, die komplett autonom an den Patienten arbeiten, diese Patienten heilen oder Operationen durchführen, die haben wir noch nicht. Es braucht immer noch den Menschen. Ich hätte gern ein Beispiel, Herr Elsen. Wie setzen Sie Robotik in Ihrem Bereich ein? Also in der Orthopädie und Unfallchirurgie werden Roboter
bei der Implantation von Kunstgelenken eingesetzt, am Hüft- und am Kniegelenk überwiegend. Man erstellt ein CT-Modell, das dreidimensional den Knochen dann darstellt, füttert den Roboter sozusagen damit. Wir planen vor der Operation die genaue Positionierung der Komponenten und der Roboter hilft uns dann, wie manche Assistenten im Auto auch, dass wir das ganz genau und exakt so operieren können, wie wir es auch vorher geplant haben. Okay, das heißt, Sie haben so ein schönes praktisches Beispiel dabei. Es geht um ein Gelenk, ein Gelenkwechsel. Wir haben das letzte Mal hier auch über Gelenke und Verschleißteile eines menschlichen Körpers gesprochen. Sind Patienten dem Ganzen aufgeschlossen gegenüber? Sagen Sie denen, passen Sie auf, wir werden jetzt als erstes mal so eine Art Scan durchführen und dann hilft mir ein Roboter. Sind die da aufgeschlossen? Man muss den Patienten sagen, dass sie nicht vom Roboter operiert werden. Und das wird, das ist meine Einschätzung, wir werden sicherlich später noch mehr darüber sprechen, auch in ganz naher Zukunft sicherlich nicht der Fall sein, sondern der Roboter assistiert uns oder hilft uns, bestimmte Sicherheitsgrenzen einzuhalten, wie eben diese Assistenten im Auto, die verhindern, dass sie nach rechts in den Graben oder nach links in den gegnerischen Straßenverkehr geraten. Wir können damit ganz exakte Schnitte durchführen. Man sieht das vielleicht hier an diesem Modell, was ich mitgebracht habe. Es gibt diese Prothesen in verschiedenen Größen, die werden an Patienten natürlich vorher ausgemessen, welche Größe benötigt wird. Und um die zu positionieren, muss man Knochenteile entfernen. Und dabei hilft uns eben der Roboter, dass man nicht zu viel wegnimmt, sondern genau das nur, was notwendig ist. Können Sie uns das nochmal plastisch beschreiben? Also Sie haben ja so ein schönes Modell dabei. Was ist das für ein Gelenk? Das ist ein künstliches Kniegelenk. Ein künstliches Kniegelenk. Nun gibt es diesen Scan. Sie haben vorher gewusst, wo etwas, Sie sagten, wo geschnitten werden muss. Ja. Wie schneidet man denn normalerweise bei einem Kniegelenk? Also gibt es da spezielle Werkzeuge für oder wie führt der Roboter diesen Schnitt durch oder führen Sie als Arzt den Schnitt durch? Wenn man es auf herkömmliche Art und Weise, also ohne Roboter macht, hat man Schablonen und man richtet sich genau aus, muss also anatomische Landmarken finden, um das vernünftig ausrichten zu können. Das wird mit einer Säge tatsächlich gemacht, die elektrisch oder mit Druckluft betrieben ist. Ein richtiges Sägeblatt, das ist auch sehr laut und für Patienten, glaube ich, nicht sonderlich angenehm, ist so ähnlich wie beim Zahnarzt. Ja, und es gibt dann Schablonen, die man auflegt auf den Knochen und anhand dieser Schablonen den Knochen reseziert. Beim Roboter ist es so, dass wir das vorher genau geplant haben und wir können den Arm führen und er sagt uns aber, wo wir dann schneiden müssen. Letztendlich ist es aber nicht so, dass der Roboter selbstständig den Auslöser drückt, sondern das ist immer noch unsere Sache und auch die Eröffnung des Kniegelenkes und die ganze Präparation. Das heißt, der Roboter gibt eher, Sie haben es vorhin auch so schön beschrieben, eher die Leitplanken vor. Ja. Nun habe ich ein Szenario im Kopf, wenn es darum geht, Sie hatten das so schön geschrieben, es gibt anatomische Landmarken für so einen Eingriff. Normalerweise liegt der Patient da und ist wahrscheinlich narkotisiert oder ist sehr, sehr ruhig. Und dann kommt der Arzt und führt diese Operation durch. Und wenn der Patient dann jetzt, ich sag mal, kurz zuckt, dann verändern sich diese Landmarken, ja, und Sie sehen das als Arzt. Sieht ein Roboter auch etwas, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? Also in erster Linie kann man hoffen, dass man guten Anästhesisten im Team hat, sodass das nicht passiert, dass die Patienten zucken oder sich unwillkürlich bewegen. Wir haben bestimmte Antennen tatsächlich in den Körper eingebracht, am Ober- und am Unterschenkel, sodass wir jederzeit wissen oder der Roboter jederzeit weiß, wo er ist. Und wenn da eine unvorhergesehene Bewegung kommt, gleicht er die aus oder würde im schlimmsten Fall sagen, ich höre hier auf. Okay, wie oft kommt denn so ein Roboter, das ist... Striker heißt ja diese Robotik. Das ist der Hersteller oder Vertreiber dieses Modells. Wir benutzen es jede Woche für die Implantation, insbesondere von Kniegelenken. Bei Hüftgelenken setzen wir es eher seltener ein, aber da ist es eine große Hilfe, wenn keine normalen anatomischen Verhältnisse vorliegen. Wenn man zum Beispiel eine angeborene Hüftdysplasie, also eine schlecht entwickelte Hüftgelenkspfanne zum Beispiel hat, dann können wir das damit ganz exakt wieder rekonstruieren. Okay, einmal die Woche. Wie groß ist denn so eine Robotikeinrichtung? Also wie muss man sich das, wie schwer, wie groß? Steht da einfach so ein 2 Tonnen schweres Gerät nochmal zusätzlich im Operationssaal? Sie müssen sich den vorstellen wie so ein Side-by-Side-Kühlschrank, ungefähr von der Größe. Mhm. Ja, der wiegt 400 Kilogramm, damit auch nicht ein etwas stärkerer Operateur den zur Seite schieben kann. Und es gibt Bedienungsmonitore. Und das System wird während der Operation auch von einem Mitarbeiter der Firma dann bedient, beziehungsweise die sind dafür da, bestimmte Einrichtungen am Roboter dann durchzuführen. Ach, da ist tatsächlich noch ein Kollege, eine Kollegin vom Hersteller mit dabei im Operationssaal. Ja. Wie geht's Ihnen denn da als Arzt so ganz persönlich, wenn da plötzlich noch ein Assistent
dabei ist, der die technischen Grundlagen für den Eingriff legt. Fühlt man sich da so ein bisschen, so ist das wirklich der Kollege Roboter, der da hilft, oder steht da einfach noch ein Techniker? Beides in dem Sinn, aber es ist immer so, dass der Operateur der Herr der Operation bleibt. Ja, der Kollege Mensch, der den Roboter sozusagen bedient oder am Bedienpult steht, unterstützt uns nur dabei. Und der Roboter führt letztendlich das aus, was wir vorher geplant haben. Okay. Eine letzte Frage noch, dann gucken wir uns noch mal die anderen Systeme an. Wie lange haben Sie dann gebraucht, sich auf diese Technik einzurichten? Also mussten Sie dann spezielle Fortbildungen besuchen? Wie haben Sie denn das gelernt, diese Robotik wirklich zu nutzen? Also es ist so, dass das System überwiegend von Kollegen eingesetzt wird, die auch schon eine sehr große Erfahrung haben im manuellen Einbringen von Kunstgelenken, so wie es mir eben auch ging. Die Schritte sind im Groben auch ungefähr gleich. Aber dennoch ist es so, ich habe mir das System in Italien angeschaut, in Mailand, habe damit operiert, war dann noch auf einer Schulung in Amsterdam. Und man muss, bevor man das System überhaupt sozusagen benutzen darf, weil es auch eine amerikanische Firma ist, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sonst lassen die einen noch gar nicht ran, was auch gut ist. Okay, wir werden gleich auch noch mal ein bisschen über Kosten sprechen und wie viel solche Gerätschaften es überhaupt in der Region Hannover ungefähr gibt. Vorher möchte ich gerne mit Herrn Fuller ins Gespräch kommen. Herr Fuller, wie setzen Sie Robotik in Ihrem Bereich ein? Ja, ich bin Urologe und bin spezialisiert auf die Behandlung von urologischen Tumoren. Und da die urologischen Organe meistens im kleinen Becken sind, also die Blase und die Prostata oder die Niere, relativ hinten hinter dem Darm, hat man immer das Problem, dass man, um an diese Organe zu kommen, erstmal muss man zum Beispiel am Darm vorbei operieren. Also man muss erstens sich den Zugang verschaffen zu diesen Organen, und zusätzlich liegen diese Organe häufig versteckt auf engem Raum. Und wenn man auf engem Raum ein Organ herausschneiden möchte, was krebsbefallen ist, will man das so tun, dass möglichst wenig Kollateralschäden entstehen, also dass man die umgebenden Organe möglichst nicht tangiert oder heile lässt oder die umgebenden Strukturen. Und bei dieser Aufgabe hilft der Da Vinci, also das Robotersystem namens Da Vinci, was auch ein Hilfsroboter ist, also kein autonomer Roboter. Und immer wenn man auf engem Raum in versteckte Organe rausoperieren möchte, ist dieser Roboter bedingt durch die zehnfache Vergrößerung und durch die sehr präzise Handbewegung, die ich mit einer Art Joystick steuere, von großem Vorteil gegenüber herkömmlichen offenen oder sogar den laparoskopischen OP-Methoden. Sie bewegen dort, was bewegen Sie mit dem Joystick genau? Ich bewege mit dem Joystick zwei Instrumente, die alle Bewegungen, die ich mit meinen Fingern durchführe, eins zu eins nachahmen. Also wenn ich rechts zum Beispiel eine Pinzette habe, in der rechten Hand eine Pinzette, in der linken eine Schere. Beim offenen Operieren muss man sich das so vorstellen, dass ich das dann, wenn ich die Joysticks bediene, dass ich dem Roboterarm das Kommando gebe, bitte bewegt die Schere jetzt um 180 Grad nach links oder die Pinzette 90 Grad nach oben. Also ich habe alle Freiheitsgrade, die ich quasi mit diesen Instrumenten auf engstem Raum und unter präziser Sicht ausführen kann. Wie weit ist denn der Patient oder die Patientin dann von Ihnen direkt entfernt? Also ich habe es jetzt verstanden, der Roboter übersetzt ihre Anleitung, genau, ihre Bewegung sehr, sehr präzise am Patienten, an der Patientin. Wie weit ist der Abstand dann von Ihnen und der Patientin? Ja, also der Patient kann durchaus einige Meter von der Konsole, also von meiner Konsole entfernt sein. Also wir sind alle Geräte sind miteinander verkabelt. Es gibt also drei große Komponenten. Einmal die Konsole, an der Operateur sitzt und durch einen 3D-Bildschirm das zehnfach vergrößerte Bild aus dem Innenraum des Körpers sieht. Dann überträgt sich das Signal an eine Steuerungskomponente, wo alle Daten zusammenlaufen, und diese wiederum überträgt die Signale auf den Patientenwagen. Und der Patientenwagen ist nichts anderes als letztendlich die feinen Instrumente, die sich dann auf meinem Kommando hin im Körper des Patienten bewegen lassen. Ist das eine sehr andere Art zu arbeiten, wenn Sie jetzt mit Sie haben ja wahrscheinlich als Arzt wirklich mit der Pinzette gelernt in der Hand. Und jetzt sitzen Sie an einem Joystick. Ist das ein komplett anderes Arbeiten? Wie haben Sie sich da überhaupt vorbereitet darauf? Na, also wenn ich meinen Werdegang sozusagen rückblickend betrachte, ist es so, dass ich im Prinzip mit offenen OP-Technik angefangen habe. Dann kam die Ära der Laparoskopie, also der Schlüssellochtechnik.
Und die Robotik oder der Einsatz des Hilfsroboters ist im Prinzip eine Zusammenfassung all dessen, was man bisher über die letzten Jahrzehnte gelernt hat. Also das heißt, dass die Erfahrungen, die ich mit den anderen OP-Techniken sammeln konnte, bündeln sich jetzt mit Hilfe des Roboters zu einer sehr präzisen und für den Operateur auch angenehmen Operationsweise. Die Hauptvorteile sind... Was ist denn da angenehm dran? Also dass man sitzt. Also man guckt quasi für die Dauer der OP in diesen Monitor, kann sich relativ bequem hinsetzen, kann auch mal zwischendurch aufstehen, weil man ja nicht steril eingewaschen direkt am Patienten steht, sondern weil man ein paar Meter entfernt an der Konsole sitzt und das Ganze relativ entspannt und ergonomisch entspannt sozusagen gestalten kann. Was man früher... Bei den offenen Operationen, vor allem wenn man in eine kleine Höhle reinblickt, kann man auch schon mal über Stunden, wenn man das über Stunden macht, Nackenschmerzen bekommen. Also der Operateur selber profitiert im Sinne der Ergonomie von der neuen Robotikmethode. Sie haben gerade gesagt, man schaut dann tatsächlich, jetzt schauen Sie vielleicht auf einen Konsolenbildschirm und vorher hat man vielleicht in einen Operationsprozess hineingeschaut. Ist die Darstellung jetzt heller? Ja, der Hauptvorteil ist die 3D-Sicht. Also dieser Monitor, in den ich reingucke, erlaubt mir eine dreidimensionale Sicht des Innenraums, des Körpers, also des kleinen Beckens oder der Prostata. Und das ist ähnlich wie bei einem Videospiel. Also man hat ein extrem, sehr naturgetreues Bild, zehnfach vergrößert. Dadurch, dass man auch Gas, also CO2 in die Bauchhöhle pumpt, hat man relativ wenig Probleme mit Blutung. Also das Blut, was zum Beispiel das OP-Feld verdeckt, könnte die OP erschweren. Ich spreche jetzt von der offenen OP zum Beispiel, wo dann der Assistent immer saugen muss, damit der Operateur überhaupt was sieht. Und dieses Problem hat man quasi so gut wie nicht mehr. Durch das blutarme oder durch das Operieren in einem quasi blutleeren oder blutarmen Feld ist die Präzision und die Sicht deutlich verbessert. Ich würde trotzdem nochmal so aufs Handling zurückkommen, auf das Gefühl für diesen, weil so eine Pinzette, die werden Sie wahrscheinlich tausende Male in der Hand gehabt haben. Sie wissen, wie sich eine Pinzette anfühlt oder ein Operationsbesteck. So ein Joypad stelle ich mir, Sie sagten, wie bei so einer Spielkonsole, das ist wahrscheinlich weicher Kunststoff und dann gibt es da diesen alten Joystick aus irgendeinem Plastik. Musste man das nochmal anders trainieren? Mussten Sie sich nochmal anders an Ihr ärztliches Werkzeug heranarbeiten? Wie hat man das überhaupt trainiert? Genau, so die Firma, die den Roboter herstellt, bietet diverse Trainingsprogramme an. Also man fängt ganz einfach an einem Simulator an. Also da gibt es quasi eingespielt, werden da Strukturen in den Bildschirm gebracht und man muss dann ganz einfache Übungen machen, also Strukturen zusammennähen oder irgendwelche Ringe sortieren. Das sind also die einfachsten Übungen, mit denen man anfängt, um überhaupt das Handling zu trainieren. Wenn man diese Stufe erreicht hat, wird man eingeladen in ein Trainingszentrum, wo man dann unter Anleitung von Experten von dieser Firma eben trainiert wird für verschiedene Schritte. Und wenn man das absolviert hat, wird quasi in der eigenen Klinik, kommt dann ein sogenannter Proktor, das ist also ein erfahrener Kollege, der bei den ersten 5 bis 10 Operationen mit dabei ist und dem auszubildenden Operateur über die Schulter schaut und ihn genau anleitet, was er zu tun hat. Und der große Vorteil ist, dass man das auch mit einer Doppelkonsole verbinden kann. Also das ist so ähnlich wie beim Fahrunterricht, wo quasi der Fahrlehrer neben dem Fahrschüler sitzt und man kann quasi das Kommando dann vom Fahrschüler auf den Fahrlehrer übertragen, sodass man eine sehr hohe Sicherheit während dieser Ausbildungsphase auch hat. Vielen Dank. Das Da Vinci-System wird bei Ihnen eingesetzt, damit wir auch, haben Sie einmal so spezielle Namen, wir haben Stryker, Da Vinci-System. Herr Haselmann, auf welche Robotikeinheiten setzen Sie? Auch in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Viszera sind die Eingeweide, also letztendlich in der Eingeweidechirurgie. Klingt vielleicht für manche Leute ein bisschen abschreckend, aber das ist eben das, was ich mache. Wird auch das Da Vinci-System eingesetzt. Das ist eine amerikanische Firma, die im Silicon Valley ist. Die hat 1999 das erste System auf den Markt gebracht. Und interessanterweise sind die ersten Eingriffe damit auch hier in Deutschland erfolgt. Unter anderem eine Gallenblasenoperation ist hier in Deutschland erfolgt.
Dann hat aber letztendlich das System, was ursprünglich mal für die Herzchirurgie gebaut worden war, letztendlich seinen Siegeszug in der Urologie angetreten. Und so langsam haben dann die Kollegen aus der Chirurgie erkannt, dass das vielleicht auch eine ganz hilfreiche Sache sein kann für gewisse Operationen in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Unter anderem für Operationen am Darm, am Mastdarm zum Beispiel, was ähnlich wie die Prostata im kleinen Becken gelegen ist und genauso schwierig zugänglich ist. Aber auch für andere Operationen an zum Beispiel sehr feinen Organen wie der Bauchspeicheldrüse, an sehr gut durchbluteten Organen wie der Leber, hat das System durchaus seinen Sinn und hat auch viele verschiedene Vorteile verglichen mit der konventionellen Schlüssellochchirurgie. Ein weiteres Organsystem, was gut geeignet ist für solche Robotereingriffe, sind Operationen an der Speiseröhre. Die Speiseröhre ist noch ungünstiger gelegen für Chirurgen. Und die kann meistens nur durch eine simultane Operation am Bauchraum und dann eben auch am Brustkorb vernünftig erreicht werden. Das sind sehr belastende Eingriffe für den Patienten. Und wenn man da durch Einsatz des Robotersystems eben die Schnitte klein halten kann, hat das für die Patienten große Vorteile. All diese Operationen kann man selbstverständlich auch konventionell Schlüsselloch minimalinvasiv angehen. Aber das sind eben komplexe, schwierige Operationen und durch die besonderen Vorteile des Da Vinci-Systems, es wird in Zukunft auch andere Systeme geben, trauen sich viele Chirurgen überhaupt erst an diese komplexen Eingriffe heran. Die minimalinvasive Chirurgie bei diesen komplexen Organsystemen hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Da sind auch schon Operationen an der Bauchspeicheldrüse beschrieben worden in der medizinischen Fachliteratur, 1992 schon. Aber es hat eben nicht so wirklich einen Siegeszug angetreten. Und mit dem Robotersystem ist das eben anders. Das heißt also, für diese schwierigen Operationen wird durch den Einsatz des Da Vinci-Systems und später vielleicht auch anderer Systeme doch die Technik nochmal umgekrempelt werden. Von der offenen Chirurgie weg zu mehr minimalinvasiver Chirurgie. Wie entscheidet man das eigentlich? Sie sagten es mir. Ist ja eigentlich wunderbar, dass man mittlerweile als Arzt oder als Ärztin sich die Art des Eingriffs aussuchen kann. Wie funktioniert da das Gespräch mit dem Patienten, mit der Patientin? Also wie wird entschieden? In der Anfangsphase, wenn man gerade anfängt mit der Roboterchirurgie, wagt man sich natürlich noch nicht an die ganz schwierigen Eingriffe ran. Und je mehr Erfahrung man mitbringt, je mehr Erfahrung auch in dem Klinikum vorhanden ist und im gesamten Team vorhanden ist, desto mehr kann man eben die Entscheidung auch für die minimalinvasive Chirurgie treffen. In der Anfangsphase wird man sich wahrscheinlich auf einfachere Darmeingriffe konzentrieren und dann später kann man eben, wenn man sich sehr gut in der Roboterchirurgie auskennt, auch die komplexen Operationen vornehmen, wie zum Beispiel Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse. Bei der Bauchspeicheldrüse ist es so, dass da größere Blutgefäße in der Nähe sind, wir reden hier meistens über Operationen bei Krebserkrankungen, die durchaus von der Krebserkrankung auch befallen sein können. Und es macht für den Patienten durchaus Sinn, in diesem Falle auch diese Blutgefäße zu ersetzen. Und es ist durchaus möglich, solche Operationen auch minimalinvasiv roboterassistiert durchzuführen. Also einen Blutgefäßersatz kann man durchaus machen. Die OP-Zeiten sind dann ziemlich lang, aber es ist durchaus machbar und hat für den Patienten auch Vorteile. Denn die Länge einer Narkose ist heutzutage nicht mehr so dramatisch für den Patienten, als das vielleicht in den 40er, 50er Jahren war, als die modernen Narkosemedikamente eben noch nicht auf dem Markt waren und die modernen Narkoseverfahren. Müssen Sie mit Ihren Patienten, Patientinnen so ethische Debatten führen, dass da jemand sagt, nee, ein Roboter, der kommt mir nicht an die Gallenblase? Ich habe nicht einen einzigen Patienten erlebt, der gesagt hätte, nee, Roboter, technische fiese Matenten will ich nicht. Mhm. Sondern wenn man denen das vernünftig erklärt hat, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Der Begriff Roboter ist ja eigentlich unglücklich gewählt für diese Systeme. Also für das Marco-System ist es vielleicht noch eher geeignet als für das Da Vinci-System. Das Da Vinci-System ist am Ende ein ferngesteuertes Werkzeug, also ein OP-Instrument. Dieses System macht nichts Eigenständiges, rein gar nichts. Das gibt auch keine Warnung und sagt nicht, hier darfst du jetzt nicht und da darfst du jetzt nicht, sondern es ist ein reines ferngesteuertes Werkzeug. Also Instrumente, die aber verglichen mit der konventionellen Schlüssellochchirurgie wirklich diverse Vorteile haben. Das fängt damit an, dass die Kamera wunderbar stabil ist und nicht durch jemanden gehalten werden muss, der in einem ungünstigen Winkel hinter dem Operateur steht, der natürlich auch irgendwann ermüden kann. Über die Instrumente, die abwickelbar sind an der Spitze. Und wenn man sich vorstellt, dass man in einem Raum operieren muss, der vielleicht einen etwas größeren Durchmesser hat als dieses Glas hier, das kleine Becken beim Mann insbesondere,
dann kann man sich schon vorstellen, dass so ein abwinkelbares Instrument doch den entscheidenden Vorteil bringt, wenn man hinten irgendwo ganz tief unten den letzten Millimeter eben doch noch präzise und unter sich gut präparieren möchte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ich würde einfach sagen, wir sprechen jetzt von ferngesteuerten Werkzeug, wenn wir uns das DaVinci-System angucken, nur damit wir uns auch ein kleines Bild davon machen können. Ich habe gelernt, Striker, der Hersteller, der bei den Gelenken hilft, da steht etwas 400 Kilo schweres Apparatur mitten im Raum. Wie groß ist das DaVinci-System? Das DaVinci-System ist ähnlich. Da gibt es einmal eine Bedienkonsole. Das hat Herr Fuller ja schon ausgiebig erklärt. Da sitzt eben Chirurg oder Chirurgin dran und steuert die Patienteneinheit. Die Patienteneinheit ist letztendlich der eigentliche ferngesteuerte Manipulator oder Roboter, wie sich der Begriff jetzt eben so eingebürgert hat. Das wird an den Patienten angedockt und über kleine Kanülen in der Bauchdecke werden eben die Instrumente durch den Roboter eingebracht und werden eben durch diese Patienteneinheit auch manipuliert und gesteuert. Aber nur, wenn der Chirurg an der Konsole eben auch die Bedienung übernimmt. Ansonsten macht das System ebenfalls gar nichts. Also es ist nicht so, dass wir uns daneben setzen und auf den Knopf drücken und die Maschine macht dann. Das passiert nicht, sondern wir steuern und dann bewegen sich auch die Instrumente im Patienten. Wie viele Systeme gibt es davon in der Region Hannover? Reden wir von 10, 100 oder? Vier. Vier DaVinci-Systeme im Moment. Wir werden ja auch gleich über Kosten und Nutzen noch mal sprechen. Vorher möchte ich Herrn Professor Nawawi, lassen Sie uns ruhig ein bisschen grundsätzlich werden. Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen, möchte ich Ihnen stellen. Wir haben gehört, es gab die ersten Versuche der Robotik 1991 schon. Wenn Sie jetzt in Ihre... Entschuldigung? 99. Wenn Sie in Ihrer persönlichen Geschichte noch mal zurückschauen, wann haben Sie angefangen zu merken, da gibt es Technik, die tatsächlich in Operationssälen helfen kann? Wir hatten in der Neurochirurgie fängt man relativ früh an, sich mit bildgestützter, computerassistierter Chirurgie zu beschäftigen. Und das war für mich 1994. Bin 98 in die Vereinigten Staaten gegangen, wo robotische Systeme, 99 war das erste kommerziell erhältliche System. Aber an der Robotik ist natürlich schon viel weiter vorne gearbeitet worden. Das ist ja das Ergebnis einer langen Entwicklungsphase. Insofern war das DaVinci und der Einsatz des DaVinci-Systems Ende des letzten Jahrzehnts, des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends das erste, was kommerziell eingesetzt worden ist. Ansonsten gab es schon viele robotische Systeme in der Forschung. Und für mich fängt das zu dem Zeitpunkt an. Wir haben uns, und das, was Kollege Asermann auch berichtet hat, diese Wandlung der Indikationen beim DaVinci-System vom herzchirurgischen Eingriff über den gynäkologischen Eingriff bis zur Prostata und Darm. Das hat man alles relativ hautnah dann auch miterlebt. Und es ist auch schön, dass die Firma darauf eingegangen ist, was die Bedürfnisse der Chirurgen angegangen ist. Am schönsten ist es natürlich, wenn man selbst so ein System auch mitentwickeln kann. Und wir haben in der Bundesrepublik einen relativ aktiven Bereich. Bin auch selbst Gründungsmitglied der Computer- und Roboterassistierten Chirurgiegesellschaft gewesen 2001. Zwischenzeitlich Präsident in Hannover, haben wir auch unsere Konferenz dann darüber abgehalten. Da passiert schon eine ganze Menge im Rahmen dieser Manipulatoren, wie gesagt hattest, und auch im Rahmen von Instrumenten, die eine größere Autonomie haben. Also die auch schon ein bisschen mehr machen können, bestimmte Pfade selbst machen können, bestimmte Aufgaben auch autonom bearbeiten können, vorausgesetzt, dass sie natürlich von dem Chirurgen geprüft worden sind. Also die letzte Instanz bei diesen Mensch-Maschinen-Schnittstellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist und bleibt der Mensch. Roboter, Manipulatoren und Instrumente helfen uns nur, einige Aufgaben anders, besser, einfacher zu erfüllen. Zum Beispiel vielleicht nur noch in der Neurochirurgie operieren wir alles unter dem Mikroskop. Deswegen ist es für uns nichts Besonderes, das dreidimensional und perfekt ausgeleuchtet zu sehen. Aber für die Kollegen, die in den Bauchhöhlen arbeiten, ist das schon ein Quantensprung. Für diesen Quantensprung, da möchte ich kurz nachfragen, weil wir haben ja immer das Gefühl, es gibt eine Menge technischen Entwicklungen in ganz vielen technischen Bereichen. Ich würde gerne mal wissen, sind wir damit jetzt sehr, sehr weit vorne, global betrachtet, mit unserem Robotikeinsatz in Deutschland? Oder sind wir eher im guten ersten Drittel vielleicht? Also sind die Amerikaner weiter? Haben die wirklich schon komplett autonome Systeme, die
den besten Schnitt schon vorausrechnen? Können die vielleicht irgendwie auf den Arzt, auf die Ärztin verzichten? Gibt es schon solche Entwicklungen? Wo stehen wir in Deutschland? Wir stehen in Deutschland ganz gut und das liegt daran, dass wir gute Medizin machen. Egal wie die Rahmenbedingungen im Moment auch sind, wir machen gute Medizin und deswegen können wir die Werkzeuge auch gut einsetzen. In den Vereinigten Staaten wird auch mit Wasser gekocht, die haben keine Systeme, die dort vollkommen autonom arbeiten. Das Land, aus dem ich mir das zuerst erwarten würde, wäre Japan. Die sind da sehr weit, was die Robotik angeht. Aber wir in Deutschland sind durchaus mit oben an der Spitze in dem Bereich. Was die Forschung angeht, hängt das natürlich auch von den Geldgebern und von den Initiativen der Regierungen ab, muss man sagen. Wie sieht es damit aus mit Forschungsgeldern innerhalb von Deutschland? Ist das ein Gebiet, wo es gut wäre, gut dazustehen, oder wird auch wirklich investiert? Da wird investiert. Die Frage ist immer nur, in welche Gruppen investiert wird. Ob es hauptsächlich, ich hatte vorhin schon ausgeführt, es ist ein interdisziplinäres Feld. Und man muss natürlich sehen, für die Robotik gibt es bestimmte Bereiche, die bei den Fördermittelverteilern dann unter unterschiedlichen Rubriken sind. Sodass sie, wenn sie als Mediziner aus einer bestimmten Sparte Fördergelder beantragen, dass in eine andere Rubrik und eine andere Entscheidungskategorie fällt, also wenn sie es zum Beispiel als Bauingenieur machen. Was andererseits auch wieder ganz gut ist, weil sie ja eh zusammenarbeiten müssen. Insofern muss man gucken. Aber man fällt so ein bisschen zwischen die Stühle, weil keiner das so genau sagen möchte, an welchen Stellen. Aber es gibt große Robotikinitiativen in der Bundesrepublik, die auch durchaus mit Hannoveranern geleitet werden. Das ist gut. Wenn wir schon über Investitionen und Kosten sprechen, Herr Dr. Elsen, wie lange mussten Sie denn fragen, bis Sie so ein System finanziert bekommen haben? Wie teuer ist das überhaupt? Kann sich vielleicht irgendwann jeder Arzt so ein Gerät in die Praxis stellen? Davon gehe ich nicht aus. Ich habe das System 2013 kennengelernt, war von Anfang an begeistert. Und ich konnte die Geschäftsführung des KAH damals Gott sei Dank auch begeistern. Die hat sehr früh in dieses innovative Verfahren investiert. Der Roboter kostet ungefähr 1 Million Euro. Dazu kommen noch jährliche Wartungskosten und die Eingriffe an sich kosten auch mehr, als wenn Sie es konventionell machen, weil Sie einmal Materialien brauchen. Der Roboter muss steril abgedeckt werden. Okay, 1 Million Euro. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorher anfertigen und dann muss man auch wahrscheinlich die entsprechenden Patientenzahlen mitbringen, richtig? Wenn Sie es rentabel machen wollen, auf jeden Fall. Aber es geht in der Medizin, glaube ich, leider sehr viel um Rentabilität und wenig um Qualität. Das wird momentan auch von den Kassen keinesfalls vergütet, so wie es momentan durchgeführt wird. Aber ich denke, das ist ein Weg, den man mitgehen muss. Jemand muss vorangehen. Und wir sehen es ja auch an den Zahlen der Roboter. Wir hatten den zweiten in Deutschland. Inzwischen sind es, glaube ich, 14 in Deutschland. Weltweit sind es jetzt 1.000 oder 500. Und es sind über 1 Million Eingriffe inzwischen mit diesem System durchgeführt worden. Interessanterweise in den Ländern, denen das Gesundheitssystem anders finanziert ist als bei uns. Die Patienten müssen es selber bezahlen. Wir bekommen, egal welches System wir einsetzen, von den Krankenkassen dasselbe Salär zugeteilt. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern. Schöner Aspekt. Ich bin gerade gestolpert bei dem Thema Wartung. Nun ist es so, Sie haben es erklärt, 400 Kilo, da steht eine Maschine, die hilft und die sinnvoll hilft. Die muss aber auch gewartet werden. Und ich habe auch verstanden, der Hersteller schickt dann jemanden vorbei, der bei den Operationen dabei ist. Wie oft muss denn so eine Maschine überhaupt gewartet werden? Guckt sich da wie so ein IT-Administrator in einem großen Unternehmen, guckt sich da jemand einmal die Woche die Festplatte an? Oder wie funktioniert das? Das System wird jedes Mal, wenn es benutzt wird, also mindestens einmal die Woche hochgefahren und ausgiebig getestet. Es werden viele Kalibrierungen vorgenommen, bevor Sie überhaupt den ersten Schnitt machen können. Und falls da Auffälligkeiten sind, werden die Teile im Voraus schon gewechselt, bevor es zu Problemen kommen kann. Es gibt Software-Updates, die regelmäßig aufgespielt werden. Also da werden wir gut unterstützt. Herr Fuller, wie ist das bei Ihnen? Müssen Sie auch tatsächlich Da Vinci einmal so hochfahren, gucken, ob alle Lampen leuchten und dann nach der Operation wieder runterfahren? Wie stellt man sich das vor? Genau, also wenn man startet, drückt man einen Anschaltknopf, dann fährt das System hoch, macht einen Selbsttest, guckt, ob alles funktioniert. Also das ist ein System, was sich selbst reguliert. Sollten während der Operation Fehler auftreten oder Fehlermeldungen, werden die direkt an eine Zentrale, also weitergeschickt und das wird quasi zentral registriert. Also es gibt von der Firma eine Zentrale, die alle Da Vinci-Systeme zum Beispiel in Deutschland überwacht und sobald Fehlermeldungen auftreten, werden die mit bestimmten Codes
an diese Zentrale gemeldet und dann wird je nach Schweregrad des zu behebenden Fehlers entweder ein Techniker vorbeigeschickt oder man bekommt Anleitungen, wie man das Problem selber löst oder das Problem ist vielleicht derart, dass man da Bauteile ersetzen muss. Also man wird eigentlich ständig überwacht und das sorgt auch für eine gewisse Sicherheit. Und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn wirklich an einem Tag alles schief geht, auch dann den Roboter abzudocken und mit einer konventionellen OP, dann also mit einer Schnitt-OP, das Organ zu entfernen. Also man hat im Prinzip sehr viele Sicherheitsstufen eingebaut. Das stelle ich mir aber tatsächlich so, man kennt ja viele IT-Probleme, auch vielleicht aus dem privaten Bereich. Und dann ruft man jemanden an, der Techniker, die Technikerin ist informiert und dann passiert immer gar nichts. Also man kann das passieren, dass Operationen verschoben werden müssen, weil Da Vinci gerade ein Update bekommt? Also es gibt zwei Möglichkeiten dann zu sagen, weil er gerade ein Update bekommt, dafür wird keine Operation verschoben. Aber es kann sein, dass beim Beginn der Operation eben auffällt, bevor der Patient überhaupt in den OP-Saal gefahren wurde, dass die Kamera nicht funktioniert oder was auch immer. Dann kann man natürlich immer noch konventionell weiter operieren oder auch klassisch minimalinvasiv weiter operieren. Oder man bespricht es halt mit dem Patienten, hier, hör zu, Maschine kaputt. Können wir die Operation verschieben? Wie hättest du es gerne? Ist das schon mal passiert? Nö, also das nicht. Wir haben es schon erlebt, dass intraoperativ mal ein Instrument nicht richtig funktioniert hat. Aber das ist Teil des Trainingsprogramms, bevor man überhaupt auf die Menschheit losgelassen wird, dass man eben mit solchen intraoperativen Funktionsausfällen durchaus umgehen kann. Und es gibt verschiedene Sicherheitsmechanismen, dass man die Instrumente eben auch mit einem Schraubenschlüssel zum Beispiel entfernen kann. Also all die Möglichkeiten gibt es. Wenn sich mal irgendwas nicht ansteuern lässt, hat man eben immer noch eine Hintertür, wie man dieses Problem beheben kann. Das ist schon vorgekommen, hat aber für die Patienten in der Regel keinen Nachteil. In der Regel klingt jetzt ein bisschen doof, hat für die Patienten keinen Nachteil. Hat keinen Nachteil. Herr Professor Fuller, Sie haben auch gerade gesagt, zur Not irgendwie bekommt man dann, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, eine kleine Anleitung, wie man kurz ein Problem dort lösen kann. Nun haben Sie das ja alles gar nicht gelernt. Sie sind ja jetzt nicht ein IT-Profi, der mal kurz an der Maschine programmiert. Wie hat sich denn der Ausbildungsberuf eigentlich verändert? Muss man jetzt doch noch mal so ein, zwei Semester IT zusätzlich studieren, um diese Maschinen zu bedienen? Nee, also so ist es nicht, weil die Firma, die Da Vinci-Roboter herstellt, uns quasi das Leben so leicht wie möglich macht. Also wir müssen im Prinzip nur die Maschine kennenlernen, wir werden daran geschult, wir müssen Fehlermanagement betreiben, also wir müssen wissen, was man im Notfall machen muss. Aber alles andere ist im Prinzip intuitiv, deswegen nennt sich die Firma auch Intuitive, also quasi selbst, man kommt von selber drauf. Ich denke, die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass man, wenn man mit diesem Roboter OPs durchführt, man über eine gewisse Erfahrung verfügen muss. Man sollte weder sich überschätzen, also man sollte nicht zu mutig sein oder wenn man noch relativ wenig Operationen an sich gemacht hat und die Anatomie nicht so genau kennt, sollte man nicht denken, dass der Roboter einem das abnimmt. Also die Aufgabe des Chirurgen ist es, diese Maschine so zu steuern, dass man mit dem Wissen der Anatomie, also die anatomischen Strukturen, man muss sich schon sehr gut in dem Gebiet, wo man operiert, auskennen, weil nur dann ist der Roboter wirklich hilfreich. Hm. Herr Elsen, wie ist denn das bei Ihnen? Müssen Sie tatsächlich auch immer so ein bisschen schauen, dass die Maschine auf dem neuesten Stand ist? Gucken Sie gerade parallel, ob es irgendwo doch noch mal eine neuere Version gibt, die noch besser bei den Operationen helfen kann? Das ist ja, ich stelle mir das immer vor, so als Arzt, da besucht man eine Fortbildung. Und nun steht da einfach eine Maschine, die Ihnen bei den Operationen hilft. Brauchen diese Maschinen auch Fortbildung? Müssten Sie das organisieren oder macht das alles der Hersteller? Gehen Sie einmal im Jahr auf so einen Herstellerkongress und besuchen Sie dort neue Anwendungsmöglichkeiten, Kurse? Also wir stehen ja im ständigen Kontakt mit den Mitarbeitern der Hersteller oder Vertriebsfirma, sodass wir da Neuigkeiten jederzeit erfahren. Es gibt Treffen der Anwender, die auch jährlich stattfinden. Und die Software-Updates, wie gesagt, die laufen von nebenher. Die Firma oder das System, was wir einsetzen, ist seit 2013 eigentlich einzigartig. Es gibt jetzt viele MeToo oder Nachahmer, die auf den Markt kommen, da muss man sehen, was die Zukunft bringt. Vielen Dank. Herr Nabar, wie ist das denn jetzt? Jetzt gibt es tatsächlich Hilfsmittel, technische Hilfsmittel. Müssen tatsächlich nicht Kliniken sich quasi einen Wettbewerb
liefern, wer die beste und die neueste Maschine gerade entdeckt. Wie läuft sowas weltweit gerade? Gibt es tatsächlich wirklich da einen Wettbewerb der guten Maschinen, die vielleicht im Gesundheitswesen demnächst eingesetzt werden? Es gibt auf alle Fälle einen Wettbewerb der Maschinen, erfreulicherweise, weil Elsen den Nachteil in der Bundesrepublik genannt hat. Es wird noch nicht vergütet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es in den Vereinigten Staaten aber so, dass man sich die Roboter als Klinik besorgt, damit man die Patienten dorthin zieht. Dort, wo die Patienten dann entsprechend auch dafür bezahlen. Also es ist nicht so, dass die Patienten sagen, ich möchte nicht vom Roboter operiert werden, sondern extra an Kliniken gehen, wo Roboter installiert sind. Und insofern gibt es da sicherlich einen Wettbewerb. Aber das ist auch wieder das Gute am Gesundheitswesen in der Bundesrepublik, reagiert dann schon ein bisschen langsamer auf Vergütungsstrukturen in dem Bereich. Aber dafür haben wir wenigstens die Chance auch zu gucken, wie gut sind die Systeme wirklich. Bringen sie wirklich so viel mehr, wie es uns versprochen wird von den einzelnen Anleitern? Und wie gut kann man sie im Alltag auch wirklich anwenden? Hm. Und da haben wir schon einen Vorteil. Wie läuft denn da überhaupt so eine Zulassung? Wann darf ein System in einem Klinikbetrieb eingesetzt werden? Gibt es da quasi so eine Art Maschinen-TÜV? Oder wie stellt man sich das vor? Wie lange? Maschinen-TÜV trifft schon ganz passabel. Das ist schon gut. Nee, also das ist genauso wie über die Food and Drug Administration in den Vereinigten Staaten, dass es eine Zulassungsstelle gibt für Medizinprodukte, genauso auch für Pharmaka. Und da werden bestimmte Bereiche, was Sicherheit angeht, was Applikabilität angeht und was Komplikationsmöglichkeiten angeht, mit Sicherheit werden dann durchuntersucht. Und wenn diese Sicherheitskriterien und diese Sicherheitsstandards, die sehr hoch angesiedelt sind, erfüllt sind, dann werden diese Instrumente erst in der Klinik angewendet. Vielen Dank. Herr Fuller, wie ist das denn generell mit der Haftung? Also wir haben ein ferngesteuertes Werkzeug. Wir haben den bedienenden Arzt, die bedienende Ärztin. Wir haben ein Klinikum und wir haben einen Hersteller. Mal angenommen, jetzt passiert etwas. Eine Operation funktioniert nicht so, wie man sie geplant hat. Wer ist denn da der Haftende in dieser ganzen Kette? Ja, wenn man immer derjenige, der die Operation durchführt, also der Arzt, der Operateur. Der Operateur schützt sich natürlich vor Haftungsanfragen, indem er nachweist, dass er diese Ausbildung absolviert hat, dass er eine ausreichende Anzahl von Fällen pro Jahr operiert, damit er eine gewisse Expertise und auch eine gewisse Qualität dem Patienten bieten kann. Das heißt, Stichwort Mindestmengen, also man wird dazu übergehen, nur solche Zentren zu zertifizieren, die mit dem Roboter eine gewisse Mindestanzahl von OPs durchführen. Man hat Qualitätsmanagement, also man wird ständig überwacht, ob man auch wirklich mit dieser OP-Methode die Qualität abliefert, die dem Standard entspricht. Und im Prinzip ist immer der Operateur wird haftbar gemacht. Wenn mit der Maschine irgendwas nicht in Ordnung ist und man eindeutig nachweisen kann, dass der Operateur keine Schuld trifft im Sinne eines Bedienungsfehlers, dann müsste eigentlich die Firma dafür haften. Aber solche Fälle sind extrem oder sind mir persönlich nicht bekannt. Herr Elsen schüttelt auch mit dem Kopf. Auch solche Fälle? Nicht passieren. Noch nicht passiert? Nein, es wird auch nicht passieren, dass die Maschine wahrscheinlich die Ursache ist. Es gibt im ländlichen Raum den Spruch, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Und das ist im Umgang mit dem Operateur bzw. mit dem Computer oder Roboter genau dasselbe. Den Fehler hat dann in der Regel der Anwender gemacht und nicht der Roboter, weil er nur das ausführt, was man ihm sagt. Okay, dann habe ich eine andere Frage an Herrn Asselmann. Wie ist das denn? Wir haben gerade über die Entfernung bei dem Da Vinci-System gesprochen zwischen dem Operateur und dem Patienten, der Patientin. Und ich habe mich gefragt, ob es da so einen Prozess der Entfremdung gibt, dass man vielleicht gar nicht mehr, weil man jetzt quasi vor einem Monitor sitzt, weil man an einem Joystick sitzt und gar nicht mehr direkt an dem Patienten. Kann es sein, dass Ärzte und Ärztinnen dann vielleicht so ein bisschen das Gefühl für die Patienten, die Patientin verlieren, weil die einfach 2-3 Meter weg ist? Nee, also das kommt, ich glaube, da können Sie 1000 Leute fragen. Ich glaube, das kommt nicht wirklich vor. Zur Entfernung kann man sagen, es sind ja schon letztendlich Operationen über den großen Teich gemacht worden. Ne? Also die Bedienkonsole des Systems stand in New York und der Patient, dem die Gallenblase entfernt wurde, war in Paris. Anfang der 2000er Jahre ist das passiert. Also technisch ist das durchaus möglich. Das will man aber als Chirurg nicht und ich glaube auch als Patient würde ich mich auf sowas nicht einlassen. Denn es kann ja intraoperativ doch mal zu Situationen kommen, wo man sagen muss, okay, hier kommen wir entweder minimalinvasiv nicht weiter
oder hier ist es doch mal zu einer Komplikation gekommen, die es erfordert, dass man eben doch schnell auf das klassische offene Verfahren umsteigt. Und dann würde ich es als Chirurg schon ganz gut finden, wenn ich das dann auch zügig selber erledigen könnte und die Komplikation beherrschen könnte, als wenn ich eben dann irgendwo in New York sitzen würde, ne, und darauf vertrauen muss, die Kollegen in Paris, die werden es schon hinkriegen. Und als Patient würde ich das auch ganz gerne haben wollen, dass der Chirurg, den ich kennengelernt habe, der mich operiert, dann auch die Operation auch wirklich durchführt und nicht jemand anders dann plötzlich einschreitet und eine Komplikation beherrschen muss. Also zu Ihrer Frage, die Entfremdung erlebe ich persönlich nicht. Ich finde, dass wenn man sich an diese Konsole setzt, das hat eine gewisse beruhigende Funktion auf den Chirurgen, das Stresslevel, da habe ich einige Leute gefragt, da gibt es auch Untersuchungen zu, der Chirurgen an der Konsole ist niedriger, als wenn man direkt mit den minimalinvasiven Instrumenten am Patienten steht. Warum das so ist, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Ja, aber ja, glaube ich, auch schon ein paar Punkte. Man kann sitzen. Ne? Mhm. Es ist ergonomisch, glaube ich, genau, wirklich angenehmer für den Arzt, für die Ärztin. Man sieht besser. Gibt es noch weitere Faktoren? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch leiser ist, oder? Nee, das ist nicht, nicht so richtig. Nee, die Maschine, die produziert schon ganz schön viel Wärme und muss gekühlt werden. Und das ist eben keine Wasserkühlung, sondern das ist eine klassische Luftkühlung mit Ventilatoren. Das ist schon ordentlich laut in dem OP. Das ist lauter als sonst. Im OP ist es sowieso immer laut, weil verschiedene Überwachungsgeräte piepen und viele Leute hin und her müssen, weil sie arbeiten. Aber das Gerät selber bringt schon auch noch mal ein paar Dezibel dazu. Ja. Sind denn alle Ihre Kollegen und Kolleginnen, gerade wenn Sie in der Ausbildung sind, bereit, sich auf den Kollegen Roboter, Kolleginnen Roboter einzulassen, Herr Fuller? Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Also meine Erfahrung ist, dass die Akzeptanz unter den Assistenzärzten oder diejenigen, die sich operativ ausbilden lassen wollen, extrem hoch ist. Was auch daran liegt, dass, wie gesagt, die Art der Ausbildung, also der Roboter hat im Prinzip die Art der operativen Ausbildung revolutioniert, habe ich ja vorhin gesagt. Man sitzt zu zweit an zwei Konsolen, man kann sofort gewisse OP-Teilschritte dem Auszubildenden überlassen. Das, was schwierig ist, macht man selber. Also das ist sehr angenehm, sowohl für den Ausbilder als auch für den Auszubildenden am Roboter die OP zu erlernen. Diese ergonomischen Aspekte habe ich auch genannt. Das einzige Problem ist, dass der Roboter ein gewisses Nadelöhr darstellt, weil man da nicht jederzeit beliebig dran kann. Man muss sich den Roboter mit anderen Abteilungen teilen. Man muss immer sicher gehen, dass auch genügend Pflegepersonal da ist. Aber das alles spielt unterm Strich keine Rolle. Und man hat, wie ich am Anfang schon sagte, auch die Möglichkeit, die ersten Schritte am Simulator zu machen. Also ähnlich wie bei einem Flugsimulator, was die Motivation der jungen Assistenzärzte auch schon deutlich erhöht. Das ist auch ein spannender Aspekt. Die Motivation steigt dadurch, genau, dass man vielleicht etwas Gewohntes lernt und damit andere Dinge vollzieht. Herr Nabavi, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es den Ärzten und Ärztinnen geht. Wir haben gehört, dass die Patienten, Patientinnen gar kein Problem damit haben, auf ferngesteuerte Werkzeuge zurückzugreifen, dass sie diese nutzen, dass wir Robotik dabei im Einsatz haben. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wenn das einzige Problem ist, dass wir zu wenig von diesen Werkzeugen und Robotern haben, wenn das das einzige Problem ist, dann könnte man ja auf die Idee kommen, ich sag mal, den Einsatz von Robotik im Gesundheitswesen auszubreiten. Welche Felder würden Ihnen denn noch einfallen, das Gesundheitswesen? Wo könnte denn Robotik tatsächlich den Patienten und Patientinnen nachhaltig helfen? Also in fast allen Bereichen, wo Sie Präzision und ermüdende Arbeiten durchführen müssen. Weil Roboter einfach nicht ermüden und die Präzision damit unmittelbar gleich bleibt. Insofern kommen damit chirurgische Fächer natürlich als erstes in Frage. Aber man muss dann einfach gucken, was sind die Vorteile. Man muss das ja kooperativ sehen. Der Mensch wird mit der Maschine gemeinsam arbeiten. Das ist einfach so. Und deswegen werden wir uns auch deutlicher auf die Patienten vorbereiten, weil das ein besonderer zusätzlicher Aufwand ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es zu einer Entfremdung kommt im Zusammenhang, sondern man beschäftigt sich sogar noch viel mehr mit dem individuellen Fall, weil man sich auch überlegt, welche Methode man besser einsetzen kann und wie man das insgesamt macht. Man muss einfach überlegen, was ist der Vorteil des Menschen, was ist der Vorteil einer Maschine. Der Vorteil des Menschen ist, er ist intuitiv, er kann auf verschiedene Situationen gut obwohl das die Firma auch ist. Aber er ist intuitiv, er kann improvisieren, er kann mal fünfe gerade sein lassen. Das kann ein Roboter nicht. Ein Roboter kann 100.000 Mal die gleiche Tätigkeit durchführen und sie ist immer noch genau gleich präzise. Und wenn man die Vor- und Nachteile der einzelnen Akteure
zusammenlegt, dann kriegt man ein kooperatives Gesamtsystem, das zum Vorteil der Patienten eingesetzt werden kann. Und deswegen ist es weniger die Frage, gibt es ein bestimmtes Problem an der Stelle, das man mit einem Roboter besser lösen kann, sondern ist es, welche Möglichkeiten haben wir, kooperativ mit Maschinen zusammenzuarbeiten. Und da ist es natürlich besonders wichtig, und das fand ich auch sehr, sehr instruktiv, was die Ausbildung angeht, die Generationen, die nach uns kommen und insbesondere auch die Generation, die jetzt noch zur Schule geht, das sind eigentlich unsere Zielbereiche, unsere Zielmenschen, auf die wir uns auch ausrichten müssen. Das sind sogenannte Digital Natives. Das ist ja auch eine Aktivität, die von hier aus gefördert wird und die auch ganz besonders von der Robokind-Stiftung, mit der wir zusammenarbeiten in der Neurochirurgie, auch ganz besonders motiviert umgesetzt wird. Weil die werden die eigentlich die richtigen Fragen stellen nachher. Wir denken immer noch aus der offenen und minimalinvasiven Chirurgie heraus, was kann uns da noch besser helfen? Und die eigentlich wirklich großen Gebiete werden aufgebaut, wenn man intuitiv mit Robotern umgehen kann und es vernünftig umsetzen kann. Kurzfassung, präzise arbeiten, chirurgische Arbeiten auf kleinstem Raum unter unwirtlichen Umständen, dass man schräg stehen muss, wie die Kollegen zum Beispiel, und dass man da einfach die Möglichkeit hat, konzentrierter die menschlichen Vorteile mit einzubinden. Nun zoome ich mal aus dem chirurgischen Bereich etwas raus und denke, Sie hatten es vorhin angesprochen, man braucht nicht nur tolle Robotiksysteme, man braucht auch Pflegepersonal zum Beispiel. Wäre das ein Arbeitsbereich, wo uns Robotik helfen kann? Es gibt ja schon die ersten humanoiden Maschinen, die am Patienten für gute Laune sorgen sollen, sage ich es mal. Wie sind denn da Ihre globalen Erfahrungen? Also prinzipiell, es geht weit über den Lachsack hinaus. Also es sorgt nicht nur für gute Laune. Es ist in der Tat so, und da ist Japan uns auch voraus, weil das einfach mit der überalterten Gesellschaft dort auch entsprechend ist. Man muss zuallererst einmal sagen, dass Roboter... In Japan werden tatsächlich solche humanen Roboter, nenne ich es mal, eingesetzt. Für was sind die im da? Krankenhaus, die sind im Krankenhaus da, die sind im Pflegeheim da, die sind auch auf privater Ebene da, dass sie im Haus mithelfen, Wasser holen oder bestimmte Sachen dann entsprechend vorbereiten. Da kann man dann auch ein humanoides Gesicht draufmalen. Das ist wirklich, das wird in vielen Bereichen, wie gesagt, auch im privaten Bereich dann schon eingesetzt. Im Pflegebereich wäre es besonders sinnhaft, weil es ja nun nicht notwendigerweise dazu kommt und es soll auch nicht dazu kommen, dass Roboter Arbeitsplätze wegnehmen, sondern Roboter sollen uns ja helfen, die Arbeit, die wir sowieso machen müssen, leichter und unmittelbarer machen zu können. Das heißt, im Pflegebereich zum Beispiel wäre es nicht so, dass ein Roboter die Pflege ersetzt, sondern dass ein Roboter zum Beispiel die Bereiche übernimmt, bei der man schwer heben muss oder bei dem man Sachen holen muss, bei dem man auf Patienten aufpasst, als Frühwarnsysteme zum Beispiel, oder die in der Nacht sämtliche Schränke, Medikamentenschränke, Verbandschränke und so weiter neu verpacken. Das, was sehr viel Mühe kostet und einen sehr müde macht. Das heißt, dass die Menschen Sachen, die repetitiv sind, nicht machen müssen, damit sie sich ganz auf das Pflegerische, auf das Menschliche zum Beispiel konzentrieren können. Da kommen wir wieder auf genau den gleichen Bereich. Ja, Pflege wird ein ganz, ganz großer Bereich sein. Pflege, Rehabilitation, Physiotherapie, wieder Einbringen von Menschen in den normalen Alltag. Sind da die Patienten und Patientinnen für bereit, Herr Dr. L? Lassen die sich auf einen Pflegeroboter, der das Wasser hinstellt, ein? Ich denke schon. Die Zukunft wird es auf jeden Fall bringen. Wie Herr Nabar, wie es auch schon sagt, es geht nicht darum, Arbeitsplätze zu ersetzen oder bestimmte Tätigkeiten, sondern nur extrem belastende oder ermüdende Tätigkeiten durch Roboter durchführen zu lassen. Und das Beste ist zum Beispiel auf Intensivstationen, wir sehen das ja jeden Tag in den Nachrichten, wenn diese schwerkranken Patienten umgelagert werden müssen, das sind 150 oder 200 Kilogramm schwere Patienten, das machen die dann zu viert oder zu fünf, dann ist es immer noch sehr, sehr viel für jeden Einzelnen. Und da wäre ein Roboter, denke ich, ideal für geeignet. Nun gibt es ja auch so Bereiche, wir haben vorhin die künstliche Intelligenz angesprochen. Und ich habe gedacht, wo kann denn jetzt künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen helfen? Wir haben vor ein, zwei Jahren hier mal an dieser Stelle über Telemedizin gesprochen. Wie weit ist eigentlich Telemedizin? Also Sie sitzen zu Hause und haben vielleicht einen Leberfleck, der immer größer wird oder sich irgendwie farblich verändert. Und gibt es sowas schon, Herr Professor Nabavi, im Gesundheitswesen in Deutschland, dass uns künstliche Intelligenz zum Beispiel im Bereich Telemedizin hilft, eine besondere Entwicklung bei einem Leberfleck zu
Alarm zu schlagen, wenn da wirklich irgendwas Bedenkliches passiert? Gerade in der Dermatologie gibt es das bei Patienten, die Millionen von Leberflecken auf ihrem Körper haben. Es ist natürlich eine sehr ermüdende Sache für den Arzt, jeden Einzelnen durchzuuntersuchen. Und das kann mit künstlicher Intelligenz und mit Telerobotik kann das sehr viel einfacher durchgeführt werden. Und man ermüdet halt nicht beim Beschauen der Leberflecken. Bei jedem Einzelnen, wenn Sie nur einen einzelnen Leberfleck haben, wäre es natürlich immer noch besser, wenn ein Dermatologe selber drauf guckt an der Stelle. Trotzdem gibt es da aber auch schon KI-Systeme, die es Ihnen erleichtern, bestimmte Malignitätskriterien gut zu entdecken. Das kann sowohl telemedizinisch sein, als auch direkt. Gerade telemedizinisch während der Pandemiephase hat sich ganz enorm ausgebreitet. Weil die Menschen bereit waren, sich auf die neue Situation dann entsprechend einzulassen? Genau, es hat sich vieles, viele alte Zöpfe und alte Hüte sind weg, weil die Menschen jetzt ganz anders mit ihrer Gesundheit umgehen, weil sie halt Sorge haben, in größeren Gruppen, zu Recht, in größeren Gruppen sich mit einer Infektionskrankheit anzustecken. Und da kommen viele technische Innovationen jetzt auch zusammen, die einem da auch weiterhelfen und Telemedizin auch, ja. Bei der Befundung von Röntgenbildern, CT-Bildern werden auch künstliche Intelligenzen eingesetzt und die können da eine große Hilfe sein. Gerade bei der CT werden ja immense Datenmengen verarbeitet und die Radiologen müssen eben auch eine ganz große Anzahl von Bildern durchgucken. Und da kann die KI durchaus helfen, den ganzen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, aber eben auch präziser zu machen. Würden Sie dann trotzdem noch mal als Arzt noch mal drauf gucken? Also ich kenne das irgendwie aus ganz anderen Bereichen. Dann guckt der Chef dann trotzdem noch schnell noch mal durch, ob das wirklich jetzt richtig eingeschätzt wurde von der KI. Ja. Okay, und dann, die Systeme haben auch entsprechende Algorithmen eingebaut. Das wird im Mammographie-Screening meines Wissens auch benutzt. Und der filtert einzelne Bilder raus, weil er sagt, das weiß ich auch nicht, oder könnte was sein. Und das wird dann immer von humanen Mitarbeitern dann nochmal nachgeschaut. Es denken natürlich viele, dass dadurch die Radiologen irgendwann ersetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit halten wir, glaube ich, alle für relativ gering. Der Autopilot hat den Piloten auch nicht ersetzt. Obwohl verschiedene Teilsysteme ja letztendlich zum ziemlich autonomen Fliegen führen können. Auch Landungen sind ja autonom möglich. Aber ich glaube, so richtig wohl fühlt man sich noch nicht, in so ein Flugzeug zu steigen, wo kein Pilot mehr drin sitzt. Ich glaube, so ähnlich wird es in der Radiologie auch noch ganz lange Zeit sein. Der Autopilot hat den Piloten noch nicht ersetzt. Das nehme ich auf jeden Fall heute mit. Der Roboter, die ferngesteuerten Werkzeugsysteme werden auch die Ärzte und Ärztinnen nicht ersetzen. Im Gegenteil, es wird Zeit und Raum geschaffen, um sich, wie es Herr Nawawi gesagt hat, mehr mit den Patienten und Patientinnen zu beschäftigen. Das ist ja ein schönes Zeichen, das ich aus dieser Diskussion heute mitnehme. Ich habe gemerkt, es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe am Anfang der Diskussion gedacht, na mal gucken, wo überhaupt Robotik im Gesundheitswesen eingesetzt wird. Ich habe vernommen, es wird immer mehr eingesetzt, es gehört quasi zum Klinikalltag dazu. Die Kompetenzen sind gegeben, die entsprechenden Fortbildungen sind gemacht. Der Nachwuchs ist auch schon in den Startlöchern, bereitet sich darauf vor und hat sogar vielleicht Lust, noch mehr Lust, Arzt und Ärztin zu werden. Das sind wirklich schöne Nachrichten, die wir heute vernehmen können. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und wenn Sie das nächste Mal unterwegs sind und sagen, Mensch, jetzt wird's wirklich, es läuft auf eine Operation hinaus, kann der Roboter wirklich helfen? Kann die Maschine helfen? Kann das ferngesteuerte Werkzeug helfen? Ich habe heute vernommen, es ist schon längst Alltag, es ist erprobt. Also von daher machen Sie sich wenig Sorgen. Wenn Sie sagen, ich habe mich heute bestens unterhalten gefühlt und ich möchte weiter über Gesundheitsthemen sprechen, dann lade ich Sie ein. Am 9. Dezember werden wir sprechen. Wir werden nämlich über das Lungenzentrum in Hannover sprechen. Da spielen natürlich Sachen eine Rolle, wie die Corona-Krise. Auch die hat das Lungenzentrum natürlich erfasst. Die Menschen sind dort vorbereitet. Und wir möchten Ihnen erzählen, welche Entwicklungen es im Bereich Lungenkrankheiten gibt. Nicht nur hier in Hannover, nicht nur in Niedersachsen, sondern global. Und würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich darf mich ganz herzlich für Ihr Interesse bei Ihnen bedanken und hoffe, Sie bleiben gesund. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend.